meinen Brüdern über die Straße zu donnern und zu wissen, an meiner Seite ist jemand, der zu mir steht und der das Gleiche glaubt und denkt wie ich. Ja, das ist es. Also der Stormbringer MC bedeutet mir eine ganze Menge, wenn nicht sogar fast alles, weil hier bewegt sich mein gesamter Freundeskreis. Wir nennen es natürlich Brüder. 2004 haben wir uns gegründet. Mit 5 Mann haben wir angefangen. Aui, Siebensen, Loch, Frost und ich. Genau, jetzt sind wir 11 Member, ein Prospekt. Ja, wann hat's angefangen? Ganz früh eigentlich. Mit 14 Jugendweihegeld kaufst du ein Moped. Andere haben sich getan oder Kassettenrekorder gekauft. Wir haben uns Mopeds gekauft. Und ein paar Leute von uns sind in den S50 damals um die Häuser gefahren. Und da merktest du schon, wie sich was entwickelt so. Du bist mit Leuten zusammen, die das gleiche Hobby haben. Damals haben wir es noch Hobby genannt. Heute heißt es eine Bruderschaft, die zusammen ist. Es gab ein paar AWO-Clubs. Wir hatten alle keine Namen damals. Es gab AWO-Club Rostock, AWO-Club Essen, Gera und was ich was alles. Und da fing das so an. So. Und ihr wart die Typen, die sehr gut geschraubte Kisten hatten. Ja. Chopper, genau. Und Tourer und so weiter. Wir haben uns erhofft, schnell Harley zu fahren, weil es war ja damals die Nummer so, Harley war das, was wir wollten. Richtig. Weißt du noch das Lied? Einmal nur mit Harley fahren. Und dann hat das nicht mehr gereicht, kaufst ein größeres Motorrad. Zu DDR-Zeiten war das nicht einfach. Da gab es die AWO, BMW, hat sich jeder irgendwas besorgt. Und da sind wir zusammen, ja, wie gesagt, wieder um die Häuser gefahren. Wir waren ein Dorn im Auge der Gesellschaft. Sicher. So, und da kamen im Prinzip irgendwann mal ein paar Leute mit Schlapphüten und sagten, das geht so nicht. Was? Und da haben die gesagt, okay, geht in ADMV. Richtig. Ne, um zu irgendwelchen Motorrädern. Eigentlich muss ich mich kaputt lachen. Weil das ist ja wirklich... Und so hattet ihr eure Partys hier im Stadion. Genau. Das war ja absolut geil. An, über Namen nachzudenken. Ja, ich glaube, Matti kam rein und sagte, Stormbringer, das ist das Ding. Stormbringer, genau. Und da ist richtig der Grundstein gelegt worden, wie wir so zusammenleben. Was war eigentlich der Grund, warum wir so genannt haben? Na, wegen aus dem Norden, die Nordmänner. Stürmische See, immer windig, daraus ist der Name entstanden. Ne? Den Namen Stormbringer absolut angebracht, passt bei uns hier in den Norden rein. Dieser Name ist natürlich ein bisschen, erscheint manchen zu lang. Ich sage einfach dazu, wir hätten uns auch nennen können, das war aber zu auffällig. Später habe ich dann mal versucht nachzuforschen, wo der Name herkommt. Und da gab es einen Schriftsteller, der hat im Prinzip ein Buch geschrieben, Stormbringer. Und der heißt Michael Moorcock. Und in dem Buch wird beschrieben, es ist ein Schwert, das Stormbringer, wie das Excalibur. Und dieses Schwert entwickelt ein Eigenleben, was dem Besitzer sehr viele Schwierigkeiten einbringt.
hatte auch einen Namen, aber ich habe ihn dann verschwiegen, weil alle Leute Stormbringer gut fanden. Das passte zu uns, passte zu unserer Einstellung. Ich will nicht sagen, es wird ein ewiges Geheimnis bleiben, aber naja, ich hatte auch einen Namen. Wo ihr einen Namen gehabt, der nie verraten hat? Für was? Ich weiß von nix. Das Geheimnis nimmt er wohl mit ins Grab. Ja, wir fahren natürlich alle Harley. Pflicht ist es bei uns, dass man ab Prospekt, also ab dem Status des in Erwartung stehenden Members, eine Harley fährt. Wir haben uns dafür entschieden, wer in diesem Club anfängt, ist die kleinste Hürde die Harley Davidson. Wer sich keine Harley Davidson anschaffen kann, der schafft es auch bei den anderen Sachen. Ja, wir fahren die Karren natürlich auch, weil die den geilsten Sound haben oder weil wir den geilsten Sound rauskitzeln können. Und das soll uns auch keiner überhören. Bevor ich einen Reiskocher fahre oder irgendwas. Ja, das ist ja so das Problem, die Finanzierung. Ne? Harley Davidson ist auch nicht das günstigste Motorrad. Und man will ja auch nicht das Schlechteste haben, wenn man dabei ist. Das Problem ist eben, dass 20-Jährige nicht zwangsläufig gerne eine Harley fahren, sondern eher auf die Japaner stehen. Die ist ja sehr teuer. Du kennst auch Japaner fahren und sowas alles. Aber es muss sich einer, wenn du dir eine Harley leistest, dann ist es der erste Beweis dafür, dass du in diesem Club die anderen Sachen auch alle schaffst. Wir haben es nie bereut und werden auch dabei bleiben. Warum fährst du Harley? Hast du zu mir gesagt. Ja, die meiste Zeit des gesamten Jahres fahren wir natürlich auch zu anderen Biker-Treffen bzw. Club-Partys, wo wir eingeladen werden, um uns mit anderen Bikern auszutauschen, zu treffen, Freundschaften zu pflegen. Alle Leute, die man kennt, man freut sich, sich wiederzusehen. Keiner schafft es auf jede Party und deswegen trifft man sich auch oft zufällig. Und das ist eigentlich immer die schönste Geschichte. Das Spiel habe ich noch nie ohne Fahrräder erlebt. Du hast eine Helmfrisur. Helm und Haircut. Guck mal, was sollt ihr machen hier in der Welt? Ja, ja, ja.
weißt du? So. Ich bin einmal 1000. 10 Minuten. Hast du? Ach nee, ich fass es nicht. Ich sage nur, verblödet. Das ging doch hier hochgeschoben. Das ist zum Schluss. Wirklich? Ja. Heute war es doch immer. Da müssen wir hoch. Ja, aber wir kommen trotzdem nicht ran. Gib mir jetzt noch ein bisschen was. Ja, siehst du, jetzt scheitert an der Mutti. Nein, du sagst doch schon. Ja, warte, das sehe ich auf den ersten Blick. Ja, aber hilft uns das weiter? Nicht wirklich, ne? Ist ja auch in Ordnung so. Ich weiß nicht, ganz hoch einzuschätzen. Ja, genau. Was will er, ne? Ja, dann lass doch mich. Das ist jetzt. Jetzt die Busse. Partys im Jahr, Season Open, Bike Barbecue, Season End und Xmas Party. Ja, die machen wir jedes Jahr und bis jetzt war es fast immer ein Erfolg, jede Party. Gut Besuch, gute Freunde, gute Clubs, alle kommen her, alle wollen feiern. Frauen kommen von alleine, Getränke wie immer, bleiben wir bei, macht Spaß. Die Nachbarn laden wir alle ein hier auf ein Bierchen, damit die nicht vom Lärm belästigt werden. Aber irgendwann sterben wir auch aus, von daher brauchen wir Nachwuchs auch ein bisschen. Und da sind wir aber auf einem guten Weg. Bike Barbecue haben wir einmal im Jahr, meistens im August. Und das werden wir auch so beibehalten, weil wir da am besten besucht werden und wir auch den meisten Spaß an der Party haben. Angefangen hat es mit einer Geburtstagsparty, dass mehrere Leute zusammengelegt haben. Wir einen Namen suchten für eine Party. Das ist heutzutage gar nicht einfach. Die Dinger heißen so oder so oder so. Irgendwann hatten wir das ein bisschen aufs Essen gelegt und Barbecue, Amerika, Harley, das passte ganz gut. Und dann hat das angefangen, Bike Barbecue. Und aus dieser Geburtstagsfeier der Größeren ist dann einfach diese Sache entstanden. Das ist gut, Alter.
wenn einer den Doktor sieht, am Einlass. Eine Minute. Er hätte das gewollt, dass es so ist. So, dann lass uns mal der Party machen. Feuer der Hölle, Kind in das Lager, was für das Volk an der Höhe geladen. Weißt du noch, das Video, was wir gemacht haben? Hammer. Ja, riesen Spaß gemacht. So, wir drehen heute ein Musikvideo. Das ist der Holger, mein zweiter Kameramann. Und das ist unsere Bella. Ich bring dich über die Straße. Das war eine schöne Nummer. So. Hätte ich nicht gedacht. Die war süß, die Kleine. So. Ich bin fürs Fernsehen nicht geschaffen. Doch. Ja. Nochmal? Ja, das ist mir normal. Okay. Was passiert so? Was haben wir denn so gemacht alles? Das ist ja nichts. Also ich habe es nicht bereut, dass ich es gemacht habe. War zu hoch. War eine coole Sache. Kann nur ein Erfolg werden. Der Erfolg ist schwierig. Okay. Ja, Junge, Junge, muss ich sagen. Also das ist eine gute Maus. Singen kann sie auch. Ja, unsere Zukunft ist sehr positiv. Die Größe des Clubs ist auch genau richtig. Und wir haben ganz genauso kleine und große Probleme wie andere Clubs auch. Von daher sind wir eine sehr gute und eingeschweißte Truppe. Das ist der Zusammenhalt, die Lust am Feiern und am Fahren. Und haben Spaß zusammen. Und einer ist für den anderen da. Ja. Das ist der Stormbringer MC. In diesem Moment muss ich auch noch dazu sagen, wir haben ja nicht umsonst bei uns die Anwartschaften, das heißt, dass Hangarounds bei uns sind, dass Prospects hier sind, die wollen wir kennenlernen. Man muss 2 Jahre durchlaufen, damit wir wissen und die auch wissen, ob die hier reinpassen und wir wissen, ob die hier reinpassen. Partys werden wir weitermachen, weiterhin fahren,
Bruderschaft stärken und hoffentlich noch ein paar Männer mehr dazu zu gewinnen, ja, in Zukunft. Ja, so wie ich mir das Leben ausgesucht habe jetzt in dem MC, stelle ich mir das in Zukunft auch vor. Ist nichts falsch, ist über die Jahre alles gut gelaufen. Und ich kriege viel von diesem Club und das macht mich auch stolz. Der Stormbring MC bedeutet eigentlich alles. Familie, Zusammenhalt, es ist eine Bruderschaft. Mensch, schön, dass du da bist. Was schönes Essen.